Und es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über das ganze Land bis an die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels zerriss mitten entzwei. Und Jesus rief laut und sprach: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt, verschied ihr. Da aber der Hauptmann sah, was da geschah, preisete er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und alles Volk, das dabei war und zusah, da sie sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und wandten wieder um. Es stunden aber alle seine Verwandten von ferne, und die Weiber, die ihm aus Galiläa waren, nachgefolget und sahen das alles. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann, der hatte nicht bewilliget in ihren Rat und Handel. Der war von Arimathea, der Stadt der Juden, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der ging zu Pilato und bat um den Leib Jesu und nahm ihn ab und wickelt ihn in Leinwand und leget ihn in ein gehauen Grab, darin niemand je gelegen war. Und es war der Rüsttag, und der Sabbat brach an. Es folgeten aber die Weiber nach, die mit ihm kommen waren aus Galiläa, und beschaueten das Grab und wie sein Leib geleget war. Sie kehrten aber um und bereiteten die Spezerei und Salben, und den Sabbat über waren sie stille nach dem Gesetze.